Wie genial. Komm, alle nochmal. Guck mal, das zieht sich wie ein Kaugummi hier. Hallo zusammen, mein letztes Mal aus Kilotoa. Wir warten eigentlich auf unseren Bus, der kommt aber erst in gut 3 Stunden. Und jetzt hatten wir uns gerade entschieden, oben noch mal in die Lagune reinzugucken, in den Kratersee. Haben wir auch gemacht. Und jetzt wollten wir was essen gehen. Aber wir wissen nicht, was heute los ist, weil, ihr habt es ja im letzten Video gesehen, hier war ziemlich viel los. Und heute ist keine Menschenseele da, aber auch irgendwie kaum ein Local. Überall an den Restaurants steht dran, geöffnet. Du packst an die Tür, alles hat geschlossen, weil wir finden gerade irgendwie nichts zu essen. Ja. Selbst bei uns in der Unterkunft war gerade niemand. Wir sind abgehauen. Ja, ich weiß auch nicht. Also auch wenn man in die Richtung guckt, keine Menschenseele hier. Also wir wissen nicht, was heute los ist und man kann auch keinen fragen. Unheimlich. Das ist echt wie so eine Geisterstadt oder ein Geisterdorf. So, Menschen sind ausgestorben, aber Hunde sind am Start. Wir wollen alle an den Kleinen ran. Ja. Wahnsinn. Was läuft denn hier? Wir haben jetzt leider echt kein Restaurant gefunden, sind wir da bei uns in die Unterkunft zurückgegangen, haben jetzt Snacks gegessen, Kekse, Oreos und ähnliches. Und jetzt gucken wir gerade mit dem Sohn, der Besitzer, YouTube-Videos, der guckt sich gerade Katzenvideos an und jetzt gleich müsst ihr uns auch endlich mal der Bus abholen. Dann geht's weiter nach Banyos. Wir haben jetzt gerade einen kurzen Pitstop in Salcedo eingelegt. Hier ist ein ganz bekanntes Eis, beziehungsweise es kommt hierher aus dem Ort, das heißt auch so. Für uns ist es leider nicht möglich, weil da ist ganz viel Milch drin, aber es gibt auch eine Version mit Früchten nur und wir haben gerade Wassermelone genommen. Das testen wir jetzt erstmal. Kostet sogar nur 1 Dollar und ist mächtig dick, das Eis. Wenn man es mal aufkriegt. Ja. So sieht das Eis aus und da sind wirklich mal echte Früchte drin. Hier sieht man noch die Erdbeere, hier oben Blackberry. Was das ist, wahrscheinlich Banane oder so. Aber richtig cool. Hier gibt es auch ganz, ganz verschiedene Richtungen. Die liegen ja alle drin und das hier, das wäre jetzt das Traditionelle gewesen. Eine riesige Auswahl. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute sind wir unterwegs mit Freddy und Sharon. Die zwei haben wir im Bus letztens kennengelernt, waren zusammen in Kilotoa, haben da schon was unternommen, jetzt in Banyos. Und mit dabei ist heute Darwin, unser Guide auch letztens aus dem Bus. Wir erkunden heute ein bisschen Banyos und die Umgebung. Und jetzt sind wir gerade am Swing of the End of the World. Aber der Besitzer ist noch nicht da. Ah doch, er kommt da gerade angelaufen und sind noch ganz alleine. Wetter ist heute auch gut, gestern hat super geregnet und mal gucken, was der Tag so bringt. Yes. Der Eintritt kostet jetzt 1 Dollar pro Person, ja. Ist echt nicht viel. Nee. Wir sind jetzt auf dem Gelände angekommen. Hier gibt es sogar noch mehrere Schaukeln, weil halt so viele Leute hingekommen sind, dass sie halt mehr Schaukeln gebaut haben. Da vorne noch 2 und das Original ist halt das Baumhaus. Ja. Hier im Hintergrund läuft gerade Carlos Sanchez. Das ist der Mann, der das damals hier alles aufgebaut hat. Er war quasi Beobachter des Vulkans damals nach dem Ausbruch und saß hier quasi auf dem Berg mit einem Seismographen und hier gab es quasi nichts auf dem Berg und er hat alles eigenständig aufgebaut und verrückt ist einfach, dass der Swing
schon recht lange Zeit hier ist und immer noch einen Dollar nur kostet. Denn man könnte so viel Geld machen und wahrscheinlich noch viel einfacheres Leben haben, aber immer noch einen Dollar. Richtig fair, überhaupt gar keine Abzocke oder so, ne? Now, if you look at it, everything has a metal structure. Yeah. And you see the hole I was telling you about? The Montilon tree right here. So Carlos Sanchez, this gentleman right here, that's the Tungurahua. So he was looking at the volcano. Sometimes you have a lot of ash coming out. So the only shelter that he had was this hole right here. So he will stay right here. Wow. Das war früher der einzige Unterstand hier und heute hat halt ein kleines, bequemes Häuschen mit hier dran. Aber Wahnsinn, so hat der Mann angefangen. Das war der einzige Unterstand. So now, with the Minister of Tourism, they have all the metal structure and the wall, the concrete wall in the back, so we can hold the tree. Okay? Oh. So you're our first volunteer? Yeah. When I push you, please keep your feet up, straight up, all the time. Okay, do not straight. And ready? Yeah. 1, 2, 3, go. Keep your feet up straight. Yeah, stretch up. There you go. I'll push you a little bit. Ready? Wait. Wait. Und wie ist die Aussicht? Be careful in the back. Wie genial. You want to spin a little bit? Yeah, you. I know she wants. Wait. Oh, I didn't spin. No. Open your arms. There you go. You have a nice picture. Quasi am Swingen. Jesse war schon, gerade sitzt der Fred drauf und das ist mega cool. Darwin hat richtig Arbeit. Ja, da kommt er wieder. Darwin, der springt immer dran richtig und gibt Schwung, der ist schon ganz außer Atem. Aber mega genial. Jetzt ist Daniel dran. Just keep your legs as straight, okay? Yep. Don't bend. What was here? Yeah. Ready? No, one moment. Hit the camera. Try to hold it. That's what I need. Yeah. 1, 2, 3, go. Keep up straight. There you go, like this. Cool, mit der Gruppe. Richtig Arbeit hier. Dein Stickerchen geworden, oder? Da hat zu viele Pommes gegessen. Gestern zu viele Pommes gegessen. Das sieht so hoch aus. Woo!
Das ist echt super genial. Wir haben gedacht, wir müssten mega früh hier sein, damit man das alles so ein bisschen alleine hört. Jetzt sind wir schon bestimmt eine Stunde hier, denke ich mal. Und es ist noch keine Menschenseele hier. Gerade probieren wir hier die nächste Schaukel aus. Die sind neu gebaut, originales. Da ist da hinten am Baumhaus. Aber auch die sehen ganz cool aus. Wir gehen jetzt mal ins Baumhaus. Was kostet es? Wir haben freier Eintritt. Freier Eintritt? Da haben wir einen frei, oder? Die Natur ist immer kostenfrei, solange man behutsam mit ihr umgeht. Das ist richtig cool gebaut. Guck mal, cool. Stark. Wow, guck mal die Aussicht. Hammer. Das ist echt schön. Ja. Hier kannst du rausgucken. Carlos hieß er, der es gebaut hat, ne? Ja. Hat es für seine Kinder gebaut. Und das ist durch National Geographic berühmt geworden. Ja, und noch ein bekanntes Bild. Die hängen da vorne an der Wand, die zwei. Huhu. Good day. Hey. Grüße vom Fuß zurück. Für uns geht es jetzt wieder zurück zum Auto. War auf jeden Fall mega Spaß, können wir definitiv empfehlen. Vor allem, wenn man einfach bedenkt, für $1, das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt im teuersten Hotel von Banyos und der Darwin hat früher hier gearbeitet. Und jetzt können wir mal so einen kleinen Blick hier reinwerfen sozusagen. Hier gibt es einen mega coolen Infinity Pool und mit der Aussicht halt, ne, auf Banyos. Ja, stark. Richtig cool. Würdest du auch mal gerne schwimmen gehen, oder? Ja, definitiv. Wir sind zurück in Banyos, für uns geht es jetzt erstmal frühstücken, ab ins Café Colibri. Breakfast, no, it's like breakfast, yeah, so it's 300, 600. And you have the whole gallery, you can walk around. But I like this cafeteria because you have a nice area out there. Komm, alle nochmal. Okay. Oh, wait. Cheers, cheers. 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 Wir haben gerade erstmal angestoßen alle und mussten dann dem Darwin erstmal erzählen, dass man beim Anstoßen in die Augen gucken soll, sonst gibt es 7 Jahre schlechten Sex. Das yes. Musste er yes. Da war er dann sehr erschüttert, da mussten wir nochmal alle anstoßen. Also mit der Quittung beglichen. The whole thing will melt it and that's way they get. But you have to like color ones, they mix it with other products, other fruits to make it a color. Das haben wir in Bangkok damals auch mal gesehen. Daraus werden dann diese Bonbons so gemacht. Ja, aber hier ist es noch richtige Handarbeit. Ja. Kannst du auch was probieren? Guck mal, das zieht sich wie ein Kaugummi hier. Kann man das vielleicht essen? Kann man, ja, wollte ich auch gerade fragen, ich denke schon, oder? Warm. Und? Schmeckt halt wie Zucker irgendwie. Ja. Also richtig süß, ne? Zahnärzte hassen diesen Trick. Und darf ich als ehemalige Zahnarzthelferin gar nicht essen? There's no denying what we want.
Habt ihr schon mal einen Hund in der Kirche gesehen? Verrückt. Wir waren gerade noch kurz in der Basilika, auch sehr interessant, und der Darwin, der hat uns eine Menge über die City erzählt. Ja, und jetzt geht's erstmal kurz einen Zwischenstopp nach Hause oder in die Unterkunft. Wir haben uns gerade ein bisschen ausgeruht und so sieht unser Zimmer im Community Hostel in Banyos aus. Das hier ist das Badezimmer mit einer echt großen Dusche. So sieht der Hauptraum aus. Mit einem recht großen und wirklich gemütlichen Bett, oder? Ja, hier haben wir unsere Sachen in der Ecke stehen. Da vorne ist sowas wie ein offener Kleiderschrank, eine kleine Ablage, ein Spiegel. Und das ist unser Banyos-Ausblick in die Berge. Genau, das Frühstück ist immer sehr gut. Jep, und sehr groß. Wir machen uns jetzt auf zum Mittagessen und Banyos ist auf jeden Fall auch ein richtig schöner Ort. Ja, man kann eine Menge erleben hier. Genau, man liegt halt praktisch im Tal, umgeben von ganz vielen Bergen. Ich muss sagen, das Eis ist nicht so gut wie das italienische. Nee. Schmeckt ein bisschen künstlich. Das italienische ist immer noch das Beste. Wir haben die Simpsons Bar entdeckt. Guck mal, der Homer! Da will ich sogar mal reingehen. Ja? Ne? Danach kommen wir gelb wieder raus. Ich mit so blauen Haaren. Together now, until forever, just us.